So, hallo zur 74. Folge von Minecraft Let's Play. Ich komme mal wenig aus unserem Haus raus. Und jetzt gleich werdet ihr genau oben links in der Ecke ein Video eingeblendet werden. Blablabla. Ich muss einmal gucken, ob das Video auch aufnimmt. Darum muss ich ja gerade einmal aufstehen. Ja, gut, das Video nimmt auf. Ich kann mit dem Video leider nur 15 Minuten aufnehmen. Aber das, upsala, aber das wird schon klappen. Und deshalb, ja, sage ich einfach, weil ich habe mich letztens etwas, sagen wir mal, verletzt an der Hand. Eine Fingerquetschung, sage ich mal. Was heißt, sage ich mal, es war so. Und, ja, darum werdet ihr jetzt oben links das Bild von meiner Tastatur und meinem Finger sehen. Also von meinen Fingern hier. Das blende ich jetzt ein. Hallo, also hallo. Und ja, weil ne, man kann, glaube ich, nicht so gut damit spielen, sage ich mal, mit diesem ganzen, weil hier habe ich alles voll. Und ja, darum kann man damit nicht so gut spielen. Aber ich gehe heute wieder mal in den Nether rein. Halt. Es fehlen einfach 5 Millionen Sachen. Ich vergesse einfach alles. Die Tastatur ist eine ganz einfache, ganz normale Tastatur, die richtig dumm ist. Jetzt habe ich hier irgendwo auf so Rollen gedrückt. Ich nehme ein bisschen was zu essen mit. Und Wasser einmal brauche ich nicht. Falls ich sterbe, kann der eh hier rein. Und ja. So. Was nehme ich noch mit? Ich wollte noch irgendwas mitnehmen. Ich weiß nur gerade nicht was. Ich drücke mal F3 und H, weil dann kann man das sehen hier. Mit dem Schwert. 71 Schläge habe ich dann nur noch. Nein, was habe ich gemacht? Halt. So. Und ja. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Eisen kurz einmal. 1, 2. Und einen Schwerdi. Da. Erstmal suchen, wo ist das jetzt? Dann brauche ich noch einmal ein bisschen Lapis und gucken, ob ich Stärke drauf kriege. Warte mal, wenn ich Stärke drauf kriege, bringt das eigentlich erstmal noch gar nichts, ne? Invisibilität, Rückstoß und Bann. Alles klar. Alles scheiße. Das heißt, einmal so kombinieren. So. Jetzt habe ich kaum noch Level. Ach, wie dumm bin ich eigentlich. Naja, gut. Rohstoffe kommt da rein und Essen behalte ich. Und, ich sag mal so, ab in Nether. Geht zu. So. Ich kann mit der Hand jetzt nicht so viel machen, weil es eine Fingerquetschung tut auch höllisch weh. Und es leckt hier übel im Nether. Denn ich suchte, was heißt ich suche, Blöcke vergessen. Alter, war das gerade knapp. Ich wäre gerade fast reingefallen. 1 Netherfestung. Ja, ich suche eine Netherfestung. Ah! Gast, 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 Gast. Ich hole mir gerade erstmal Blöcke.
Komm, 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 weg, 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 weg. Gut. Erstmal kurz einmal ganz schnell Blöcke holen. 64 Blöcke sollten reichen. So, und wieder rein. Alter, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Alter, was geht hier ab? Wieso ist da ein Gast? Wieso ist hier ein Gast? Hoffentlich kann er mich hier drin nicht sehen. Nee, gut, hier drin sieht er mich nicht. Heilige Scheiße, ich kann hier nur nicht raus. Sonst sieht er mich sofort und er macht mein ganzes Haus hier kaputt. Alter Schwede. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Komm, geh doch einfach weg. Also, ich dachte gerade, wieso wird das jetzt so? Wo ist der hin? Also, das ist ein Baby, alles klar. So, erstmal hier ganz schnell zubauen. Damit ich auf keinen Fall mehr reinfallen kann. Alter, die Hand, ne, das geht... Ah, Hilfe, immer, immer geduckt bleiben, weil mit der Hand ist es so schwer zu laufen. Dürfte ich hier nirgendwo mehr reinfallen. So, erstmal hier alles zubauen. Jetzt kommen wir da zumindest auch nicht mehr rein. Achso, ich dachte gerade da hinten wäre was, aber das ist leider auch nicht das, was ich suche. Boah, Alter, ich habe so Angst vor einer... vom Gast. Der kann mich mit einem Schuss einfach runterwerfen. Und dann liege ich da. Ich stelle mal kurz bei der Grafikeinstellung meine Sichtweite etwas höher. Und die Helligkeit. Oh. Ich sehe gerade, bei so einer Sichtweite könnte es anfangen zu lecken. Und ich könnte es dann, sondern es leckt. Obwohl unten einfach 30 FPS steht im Moment gerade. Okay, das ist zu viel, das ist zu viel des Guten. Ich bin jetzt wieder da. Hallo, was passiert gerade? Ich glaube, es ist gerade einfach fast abgekratzt, das Spiel. Das fast ist einmal abgekratzt. Aber unser P, wieso ist ein P? Also wegen Portal. Ja gut, dann sag ich mal so, ich bin wieder da. Es läuft auf jeden Fall wieder, ich bin wieder drin. Einmal Minecraft neu gestartet und dann läuft das. Und was ich vergessen habe, ist die Spitz. Hacke Neta-Festung! Neta-Festung! Boah! Neta-Festung! Ach du Scheiße! Neta-Festung! Ich glaub's nicht! Moinsen! Holy fucking shit! Neta-Festung! Oh Gott! Neta-Festung! Boah, ich freue mich gerade! Ich überlege mir gerade einfach Facecam zu machen, also die Kamera hochzuschieben, dass das auf mein Gesicht ist, Alter.
Nein. Aber boah, Netherfestung. Ich hole mir so schnell wie möglich jetzt eine Spitzhacke, damit ich da hinten hinkomme. Komm, 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 komm. Boah, nee. Ja, also, da bin ich wieder. Bei mir ist das Mikrofon komischerweise einfach ausgegangen. Ich weiß auch nicht wieso. Ist einfach weg, sage ich mal. Einfach weggegangen. Also auf jeden Fall bin ich jetzt gerade am Nachkommentieren. Was suche ich gerade? Ich glaube, ich suche gerade ein bisschen Blöcke und ich brauche eine Spitzhacke, genau, das war's. Da, genau. Jetzt kriege ich schon die schöne Spitzhacke. Ich nehme die halb kaputte schon, weil falls ich sterben sollte, hätte ich dann ganz heile. Oder nehme ich jetzt auch. Nee, ich ziehe nur. Soll ich meine Rüstung ausziehen? Warte. Nee, ich glaube, das mache ich noch nicht. Nee. Ich glaube, ich gehe jetzt erst runter. Genau, ich sag, ist egal. Ich wollte nämlich erst gucken, ob ich meine Rüstung ausziehe, wegen, falls ich sterbe. Aber ich lasse einfach an. Ich lasse einfach an. Jetzt komm, beeil dich. Ja, ich weiß auch nicht, das Mikrofon ist einfach ausgegangen. Ich weiß nicht wieso. Aber, okay, da muss ich ein bisschen nachkommentieren halt. So ist das halt. Also, unten links seht ihr jetzt gerade eigentlich schon die ganze Zeit, was geht da ab, wieso gehe ich nicht vorwärts, die Maus, das ist, weil ich ganz provisorisch das ganze, warte kurz, ich muss kurz einmal mein Headset an die Seite legen, weil ich habe hier ein bisschen laute Musik drauf, die ist etwas zu laut, aber gut, ich höre gerade Musik, nein, das ist die Musik, die ihr gerade auch hört. Auf jeden Fall, was soll ich sagen, ach, die Maus, am Ende kratzt die Aufnahme einfach ab, also ganz Minecraft stürzt einfach ab, weshalb auch immer, als ich beenden wollte, die Aufnahme. Aber okay. Darum, ich konnte es mit dem Windows Media Player, den benutze ich ja, mit dem konnte ich es nicht mehr öffnen, ich weiß nicht wieso, ich konnte es nicht mehr öffnen. Und dann habe ich gesagt, scheiße, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Provisorisch habe ich mir mal den VLC Media Player runtergeladen. Und damit ging es wieder, also damit konnte ich es öffnen. Darum habe ich das jetzt damit geöffnet, dann mit Camtasia den Bildschirm aufgenommen. Und dann halt über VLC Media Player, also ich habe VLC Media Player aufgenommen. Das, was auf dem Media Player lief, auf dem VLC, habe ich mit Camtasia aufgenommen. Genau. Und darum ist ja jetzt die Maus im Spiel, weil die halt da, die Maus ist im Spiel, ja, weil die da halt jetzt hängt, aber okay, ja, wir versuchen gerade, Alter, draußen macht gerade irgendwer irgendwas mit irgendwem kratzen darum, keine Ahnung, auf jeden Fall, ja, ich freue mich, ich habe mich da so übel gefreut, ich freue mich jetzt immer noch, dass wir eine Netherfestung gefunden haben, die war die ganze Zeit so nah, die war die ganze Zeit so nah bei, Alter, was geht da ab, die war halt so nah, wir mussten nur runtergehen und wir hätten eine gefunden, in der einer der letzten Aufnahmen, weiß ich gar nicht mehr welche, haben wir ja ganze Nether abgesucht und wir haben nichts gefunden, ich meine, die ist so nah gewesen, die Netherfestung, das war, das, ich freue mich einfach so, das ist einfach geil. Wir haben einfach eine richtig geile Netherfestung gemacht. Jetzt mache ich kurz einen Waypoint, damit ich die auch wiederfinde. Netherfestung. Und in welcher Farbe? In Dark Purple. Ja, mache ich die in Dark Purple, ja. Jetzt mache ich hier noch. Wollte ich da eigentlich erst NF hinschreiben für Netherfestung. Aber man kann nur einen Buchstaben benutzen und darum habe ich einfach ein N hingelassen und auf Confirm gedrückt. Ja, nicht auf Cancel, sondern auf Nehmen. Okay, ja. Jetzt gehe ich hier nur wieder zurück und versuche da nicht runterzufallen. Genau. Und, ja. Die Folge hier ist jetzt meine 28-Minuten-Folge, weil, ich hätte es in zwei Folgen unterteilen können, ja. Aber ich hatte einfach keine Lust drauf. Ganz ehrlich, weil, einfach einmal eine lange Folge mache, da habt ihr auch mehr davon und alles ist in Ordnung. Ich finde es einfach richtig cool.
Und ja, also ich, was mache ich jetzt? Ich weiß es gerade nicht mehr, weil ich ja nie meinen Ton nicht habe. Ich hätte rein, ach genau, ich versuche jetzt von hier zur Nähte, ach nee, genau, ich hole jetzt mir was, genau. Ich hole mir jetzt Blöcke und baue dann da hinten hin, von hier aus. Und ja, ich nehme meinen Ton ja nicht separat auf, sondern ganz normal halt mit dem Spiel, also mit Fraps. Ich habe Fraps und also ich nehme mit Fraps auch so rum. Und ich, Fraps kann ja Ton und Spiel aufnehmen. Hat jetzt auch ganze Zeit, ich hatte nie ein, außer am ganz Anfang, Minecraft Let's Play Part 1. Oh, ich schäme mich sogar für die Folge, Alter, das geht gar nicht. Wie ich da gesprochen habe, Alter, geht gar nicht. Und ja, da ist ein Magma Cube, Magma Cube. Und ja, jetzt komm, hol endlich diese Blöcke. Und ja, also ich nehme nicht mit irgendeinem extra Audio Programm auf, sondern einfach beides, wie heißt das, Parabel? Nein, beides. Also nicht separat, das geht ja von separat halt. Und ja, jetzt hole ich mir ein bisschen Bruchstein, weil wieso nicht, ne? kann man sich doch mal so gönnen. Ach, jetzt ziehe ich doch die ganze Rüstung aus, falls ich sterbe. Sitzt halt 14. Ach so, und falls ihr wisst, ob man Level speichern kann, ob ich die jetzt irgendwo hinlegen kann zum Beispiel und dann gleich wieder nehmen kann, weil das geht ja mit einem Mod. Da gibt es so ein Item, das heißt Brandon Jar. Und da kann man halt die ganzen Erfahrungspunkte reinmachen. Wenn ihr das hört, dann tut es mir echt leid. Mich nervt das gerade zu Tode. Ich würde am liebsten gerade... Ich komme nicht wieder. Ich muss gerade einmal das Fenster zumachen, das reicht mir jetzt. Also, ich bleibe zwar hier, aber... Guckt euch einfach das Video weiter an. So, Fenster zu. Jetzt einmal... Ja, das war auch sehr schlau. Erstmal über den Stuhl gestolpert. Oh Gott. Ja, okay, da bin ich wieder. Also so wieder mit High Quality. Da ist der zweite Eingang von der Nether-Festung. Ich habe gerade das Fenster zugemacht. Das andere Fenster ist zu. Oder? Doch, müsste zu sein. Oder? Nee, ist es auch offen. Da hinten, da ist es, da muss ich freischlagen, dann bin ich in der Nether-Festung, Alter. Ich finde das so, ich finde die Nether-Festung ist so geil. Jetzt baue ich mir erstmal einen kleinen Gang, damit ich da alles schön sicher bin. Also das ist jetzt erstmal der erste Gang, den ich jetzt mache. Der ist gar nicht sicher, also gar nicht sicher halt. Und ja. Ich baue jetzt mit den Cobblestones. Ich weiß gar nicht, was ich da geredet habe. Was habe ich denn da geredet? Das kann ja nicht irgendwie irgendwas Spannendes gewesen sein. Was habe ich denn da gesagt? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt quatschen soll. Ja, also wir bauen jetzt erstmal uns hier hoch, so weit, bis wir bei auf der Höhe sind, also fast auf der Höhe von unserem normalen Home, also von dem Portal eher gesagt. Und ja, gut, was kann ich jetzt, was? Ich weiß es nicht. Okay, ja, auf jeden Fall bauen wir uns erstmal da lang und wir bauen und wir bauen und wir bauen. Ich kann mal kurz hier ein bisschen Kopfhörer mal kurz wieder aufsetzen. Ja, Hilfe. Ja, genau, das ist ein leiseres Lied, etwas leiser zumindest. Und ja, das ist aber auch ein cooles Lied. Okay, ja.
Also, da oben ist unser Haus, also unser kleiner Portal. Das Portal halt. Wir könnten rein theoretisch das Portal auch noch ein bisschen einbauen. Was heißt einbauen? So ein bisschen sicherer machen halt. Oder? Ne, es ist doch eigentlich schon recht sicher, so wie es ist da. Wir bräuchten halt einfach nur... Wir bräuchten halt einfach nur ein bisschen Glas, um das hier alles gleich ein bisschen schöner zu machen, weil ich baue das jetzt eigentlich nur ein. Rein theoretisch könnte ich das auch vorspulen. Nur ich habe ja in irgendeiner Minecraft-Part gesagt... In irgendeinem Minecraft-Part gesagt, dass ich... Das ist ein Let's Play, darum spiele ich nichts vor. Und da muss ich mich jetzt halt halten. Und deshalb spule ich auch nichts vor, sondern kommentiere das jetzt halt mal nach. Weil Fraps irgendwie nicht so wollte, wie ich das wollte. Aber okay. Kann ja mal passieren, ne? Bis jetzt 74 Let's Play-Folgen von Minecraft kann das doch einmal passieren, dass da... Alter, wieso, wie schnell mache ich das? Ich falle doch da gleich runter. Ach du heilige Scheiße. Wetten, ich falle da gleich runter. Jetzt mache ich es langsamer. Ja, jetzt baue ich da hin. Auch sehr schlau. Kann das sein, dass... Warte, ich muss auch kurz einmal. Ich glaube, das ist sogar so, dass die Musik etwas zu laut ist. Fällt mir gerade auf, wenn ich das jetzt gerade so höre. Könnte es sein, dass die Musik etwas laut ist. Aber gut, so ist es dann halt. Ja, das schaffst du nicht, das ist zu weit von der Range her. Ich habe auch geredet, dass das so sehr gefährlich ist, darunter zu bauen. Denn du musst ja dann aufhören zu sneaken, weil du sonst nicht die Blöcke darunter kommst. Und darum ist das gefährlicher als geradeaus. Ne, man hat's gehört. Ich habe es auch den Gas gehört. Da, jetzt hat man schon wieder gehört. Ich bin mal kurz ruhig, damit man es hört. Da hat man es schon wieder gehört. Ich glaube wirklich, die Musik ist etwas zu laut, aber man hört es auf jeden Fall. Das ist toll. Ich weiß nur nicht, wo der Gast ist. Ich sehe ihn nicht. Ist das doof? Darum guckt die ganze Zeit rechts, links, wo ist der Gast? Weil wenn er muss einmal nur schießen, dann bin ich tot, weil er mich dann runtergeschossen hat, wenn er trifft. Und ja, da ist er schon wieder. Ich kann da irgendwie nicht hinbauen, weshalb auch immer. Ja. Und jetzt versuche ich so schnell wie... Oh nein, 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 bau ab. Schneller, schneller, schneller. Los. Bau ab. Mach hinne. So, jetzt schnell. Jetzt schnell rennen. Und da bin ich wieder. Jetzt suche ich hier nochmal den Gast. Alter, ist das immer so laut, die Musik? Ach, ich hab eine Idee. Ich kann ja einfach hier bei meinem Kopfhörer die Musik leiser stellen. Ha. Aber ich glaube, die sind eh... So. Genau, ist die Musik bei mir zwar ein bisschen leiser, aber ich glaube, die ist bei euch immer gleich laut. Was heißt, ich glaube, es ist so. Also, wenn ihr auch findet, dass die Musik etwas zu laut ist und ich zu leise bin, dann schreibt mir erstmal bitte in die Kommentare, damit ich das dann ändern kann. Sonst lasse ich das einfach so. Weil ich glaube irgendwie, dass die Unterwelt Lieder sind bei mir irgendwie lauter als die Overworld, weil ich habe in meiner YouTube-Festplatte Dings habe ich zwei Ordner, also drei Ordner eigentlich. Hier eine ist YouTube, ein anderer Ordner heißt Musik, das wären dann ja zwei, und in der Musikordner ist dann Musik Overworld und Musik Underworld. Underworld. Und ja, dann habe ich halt immer die Playlists für Overworld und Underworld, und ja, die lasse ich dann im Hintergrund laufen. Weil ich habe jetzt hier gerade die für Underworld laufen, weil wir sind ja Unterwelt und es kann immer was sehr Spannendes passieren. Darum ist die spannende Musik an.
Ich weiß ja nicht, ob die jetzt so spannend ist, aber gut, was soll's. ich überlege gerade, ob die böse sind, wenn, genau. Ich überlege jetzt gerade, jetzt bin ich fertig, nämlich, ob die, weil wenn die, der steht mir jetzt ja im Weg. Oh Gott, ich habe mich gerade schon wieder erschreckt. Der steht mich jetzt ja im Weg. Und ich überlege, wenn die jetzt aggro sind, ja, sind sie, wenn ich so runterschmeiße, genau, ja, sind sie. Er kam auf mich zu. Scheiße. Ich muss weg. Nein, doch nicht. Doch nicht. Ich weiß es nicht. Also, ich weiß es schon. Ich weiß es nicht. Ob der jetzt aggro ist, wenn ich ihn, ich will mir jetzt, weil wenn ich zu nah trete und er dann ganz plötzlich doch aggro wird, dann schmeißt er mich herunter, weil er mich einmal schlägt, dann bin ich weg. Und darum, da habe ich jetzt richtig Respekt vor ihm gehabt, aber wenn ich ihn jetzt runtergeschlagen habe, fällt er ja, ach so, er fällt ja ins in Lava, und in Lava können die ja schwimmen, das ist ja Wasser so wie die. So, also für die ist das Wasser, was für uns Lava ist, also für die normalen Minecraft Steves. Und ja, das ist, nein, aus. Alter, ich habe gerade so lange hier nachkommentiert, dass die meine beiden Bildschirme ausgegangen sind. Die sind in Standby-Modus gegangen. Die sind einfach schwarz geworden, Alter. So lange bin ich schon am Nachkommentieren hier. Das waren doch jetzt gerade erst 20 Minuten ungefähr. Aber gut, ja gut, dann fahre ich vor allen Dingen. Gehe ich wieder zurück ins schöne Haus. Wie kommt der denn da rein? Wie kommt der da rein? Die Tür ist zu. Hä, wie kommt der da rein? Raus mit dir. Du sollst erstmal raus da. Geh raus. Ich krieg ihn nicht raus. Und ich will ihn nicht schlagen, weil sonst sind wieder alle aggro. Und der ist weg. Na gut, dann mach ich halt die Tür zu. Und geh auch zurück. So. Genau, jetzt steht er hier rum. Gut, muss ich halt immer wieder die Tür zumachen. So, Tür ist zu. Und mir meine ganzen Sachen wiederholen. Auf jeden Fall erstmal wieder was essen. Ist was. Das Essen liegt in der Kiste. Nimm dir was zu essen. Ja, er hat's gefunden. ja. Genau. Und dann sage ich so, war es das für diese Folge von Minecraft Let's Play, auch wenn sie mal nachkommentiert ist, weil Flaps das nicht aufgenommen hat, aber gut, wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da und schreibt einen Kommentar, vor allen Dingen mit, dass ich das schon gemacht habe mit der Handkamera da. So, bei manchen dann ist die Kamera zwar ausgegangen, aber gut, dann ist es halt so. Mit der Handkamera, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und schreibt einen Kommentar, und bis zur nächsten Folge von Minecraft Let's Play und haut rein. Ciao, ciao.